Grüezi miteinander. Heute erfahren wir vom Coop Metzgermeister einiges über das Grillieren. Herr Weber, das Schweinige, das ist ja nicht nur preislich besonders günstig, sondern es ist natürlich auch besonders schmackhaft und vor allem besonders saftig. Was können Sie uns zum Grillieren empfehlen? Sehr gut geeignet zum Grillieren sind vor allem die Stücke, die leicht mit Fett durchzogen sind. Zum Beispiel Schweinsbraten vom Hals, Schweinsplätzli vom Hals, ein saftiges Kotelett oder ein Steak vom Nierstück. Das alles sind Teile vom Garé, wie man sagt. Auf was sollte man beim Grillieren besonders schauen? Achten Sie zum Beispiel darauf, dass das Fleisch nie direkt aus dem Kühlschrank kommt. Also kein kaltes Fleisch auf der heißen Grill. Nein. Wie ist es mit dem Würzen, Herr Weber? Das Marinieren ist die ideale Würzart zum Grillieren. Wichtig ist, dass man das Fleisch während dem Grillieren von Zeit zu Zeit mit der restlichen Marinade bestreichen. Mhm. Dankeschön, Herr Weber. Sie sehen, beim Coop Metzger sind Sie gut bedient. Und jede Woche da können Sie profitieren von speziell günstigen Frischfleisch- und Charcuterie-Angeboten. Und jetzt kommen wir zu den weiteren Coop-Aktualitäten von dieser Woche. Besonders geschätzt sind die dekorativen, abwäschbaren Tischdecken. Es gibt sie jetzt bei Coop in 10 verschiedenen Dessins zu Preisen, die für diese Qualität einmalig sind. Eine Neuheit für Ihre Haarpflege ist das 3-Phasen-Haarpflegesystem von Vidal Sassoon. Phase 1 – Wäsche mit dem milden Shampoo. Es schenkt Ihrem Haar neue Frische und Glanz. Phase 2 – Pflege mit dem Protein-Feuchtigkeitsbalsam. Das gibt Spannkraft und Fülle zurück. Phase 3 – Schütze mit der Vitamin-Schutzspülung. Das macht Ihr Haar widerstandsfähiger. Das 3-Phasen-Haarpflegesystem von Vidal Sassoon ist der einfachste Weg zum fachmännisch gepflegtem, schönem Haar. Und jetzt schalten wir um mit Studioküche. Heute gibt es etwas besonders Gutes. Wissen Sie, was ein Kirsi-Choux ist? Das ist ganz einfach ein Kirsi-Auflauf. Bei diesem Rezept profitieren wir natürlich vom preisgünstigen Coop-Frischangebot. In dieser Schüssel hier sind 150 Gramm Brotwürfel, 2 Deziliter warme Milch, 3 Eigelb, 80 Gramm Zucker, 50 Gramm Anke und 3 Eischnee. Jetzt geben wir noch 750 Gramm Kirsi dazu. Und zwar mit den Steinen. Die Masse gut vermischt, geben wir in eine Springform, die sehr gut ausgefettet und mit Paniermehl bestreut ist. Nach ungefähr einer Stunde im Backofen bei 200 Grad ist der Kirsi-Choux fertig. Serviert wird er lauwarm. In der Coop-Zeitung von dieser Woche können Sie das Rezept nachlesen. Ich wünsche einen guten. Das wäre es gewesen. Wir danken, dass Sie für uns Zeit haben. Bis am nächsten Mittwoch zur gleichen Zeit. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Midi-Konfitüre. Erdbeere Rhabarber 1 Kilo nur 2,70. Himbeere 450 Gramm nur 1,70. Erdbeere 450 Gramm nur 1,80. Frutina schwarze Kirsi 430 Gramm nur 2,40. Pommes frites Goldstar tiefgekühlt Büttel an 1 Kilo statt 4 Franken nur 3,20. Gerber Strichschmelzkäse 12 Portionen assortiert statt 2,85 nur 2,35. Und am Morgen, übermorgen und am Samstag Niaxa Vollwäschmittel 5 Kilo nur 13,50. Tedidus Gewebveredler 4 Liter statt 5,50 nur 4,50. Ausländische Bohnen 500 Gramm nur 1,40. Und das ist Coop-Extraktion vom Donnerstag bis am Samstag. Kaffeerahm sterilisiert, Flasche an 2 Deziliter statt 1,25 nur 95 Rappen. Auf Wiedersehen.